Das Kampfsystem ist immer so ein bisschen diskutabel. Die Waffe weg! Es funktioniert in Venedig aber besser. Das Geprügel. Hallo, ich drück zurück und es passt. Was ist denn das für ein Müll? Jetzt macht das. Die Waffe. Würdest du bitte mal das Schwert ziehen? Danke. Okay, das wird so nix. Der hat wahrscheinlich auch kein bestes Schwert. Der hat vermutlich das gleiche Schwert wie ich. Hallo, ich drück zurück, aber es passiert gar nichts. Blocken funktioniert nicht, toll. Okay, einfach versuchen wir es noch. Dein Glück. Das Geprügel. Oh. Nur dann eben mit Gewalt. Was ich sonst normalerweise nicht benutze. So. Der wäre auch weg. Gibt auch feine Erfahrungspunkte. Hallo? Warum kannst du die Leiter nicht bringen? Nimm mal die. Hallo? Willst du zu uns? Was? Lass mich vorbei. Einer von uns hat ins Gras. Ich find's schön, wie sie das immer wieder sagen, aber im Prinzip denen das scheißegal ist. Die Waffe weg! Das Geprügel! Nein, dafür bin ich schon zu tot. Ich find's immer. Es ist einfach toll, wie sie sich beschweren, dass einer tot ist und dass das unbedingt gerecht werden muss, aber. Willst du nicht runterfallen und sterben? Das ist eine tolle Sache. Willst du wohl nicht, okay. Ich muss sagen, ich habe das nicht ganz so schlimm in Erinnerung mit den Leuten, also dass die KI gar so wegguckt. Gut. Hast nicht viel. Ich komme wieder im nächsten Kapitel. So, ich muss mal kurz kratzen hier überall. Zwischen meinen Arschbacken. Was denn? Die werde ich nicht tot bekommen. Ja, das Problem ist der Baal. Nimm die Waffe runter. Da hast du noch mal Glück gehabt. Du bist selbst schuld. Nee. Dies wird nichts. Dies nichts werden tun können sollen, Wein. Habt ihr ein Glück? Ihr habt Glück, sage ich euch. Das glaubt ihr gar nicht. Ihr habt ein Glück, ne? Ein Glück, die Glück. Glück, ey, nein. Ihr habt Glück. Ordentlich Bier, ey, was? Nein. Völlig falsches Spiel. So, kann ich jetzt schon oder muss ich wirklich bis Mitternacht warten? Perfekter Zeitpunkt, die Aufnahme noch neu zu starten, weil ich immer noch nicht wieder weiß, ob die Videos mit aufgenommen hat oder nicht. Oder muss ich zurück erst ins alte Lager? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube, das konnte man direkt jetzt weitermachen, oder? Sie wollen also wirklich, dass ich bis Mitternacht warte. Was willst du? Wir sehen uns. Nee. Ein hässliches Gesicht will ich dir eindrücken. Das Spiel ist so scheiße, ich springe einfach in den Tod. Man muss einfach sagen, das Spiel ist schon selbstmordgefährdend. So, jetzt einen Moment. Ich muss hier mal kurz so. So ist besser. Ich sage euch jetzt nicht, was besser ist, aber es ist besser. Garantiere ich euch. Gut, dann schlafen wir bis Mitternacht und wenn es dann auch nicht geht, dann muss ich wohl wirklich hin. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich das nicht muss. Du irrst dich. Du bist nämlich ein dummer Spaß, der keine Ahnung hat. Es ist ja noch gar nicht Abend, ne? Nein, doch, es ist. Scheiße. Ich glaube, es war im zweiten Teil, wo es dann, warum ich jetzt wieder lade, ist eine interessante Frage, weil ich keine Zeit verschwenden will. Zweiten Teil war 20 Uhr, oder? War es da dann 8? Ach, was weiß ich. Ich finde diese Uhrzeit sowieso recht verwirrend. Ich kann das Bett nicht benutzen. Ich kann es angucken, aber nicht benutzen. Sehr gut. Da liegt ein Stück Gesicht. Ach nein, ist nur eine Flamme. Okay. Das ist bloß Feuer, die brennt hier bloß vor dir hin. Ich dachte, das wäre ein Stück Gesicht. Aber es ist, glaube ich, nur ein Stück Flamme.
Hm? Hab doch schon wieder irgendjemanden das Schwert ziehen gehört. Ich glaube, das machen die hier so hobbymäßig. Ich find's auch toll, dass die da rund um die Uhr sitzen. Hallo Kleine, weißt du, wer da volle Energie hat? Ich? Das gibt Prügel. Ja! Und ich so laut, die Leute schlafen doch. Da. Schlafen entspannt. Schlaf auch mal eine Runde. Danke. Mir sind Drogen, sind konfisziert. Und so bekämpft man Drogen. Nehmen wir über alle Tüte, die wir hier haben. Ja, so gewinnt man gegen die Mafia. Man schießt einfach alles nieder, was so aussieht, als würde es Drogen. So. Jetzt speichern wir nochmal und... Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. So, sorry mal, dass er das aufgenommen hat. Wenn nicht, muss ich es nachher reinschneiden. Okay, gut. Schön finde ich auch, dass er jetzt da oben reingezogen wird und er immer noch hier liegt. Was willst du? Tolle Wurst. So. Wir sehen uns. Nee. Gut. Hallo. Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen.
Wo ist der Ork-Friedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Deswegen konnte ich ihn nicht töten. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als Novize dann. Konnte ich nicht noch? Hallo? Hattest du nicht noch? Nein. Okay. Nein. Alles klar. Dann bekomme ich die Quest wohl erst später, dass ich Heilkräuterpflanzen sammeln soll. Hm. Offensichtlich, gut. Hätten wir das auch geregelt? Hallo, Talas. Hallo, Arschloch. Hör auf zu rauchen. Koh-Angar schickt mich. Er sagt, du sollst mich zum Ork-Friedhof bringen, damit ich dort Bal-Lukor und seine Templer suchen kann. Schon wieder bin ich der Laufbursche. Verdammt. Ich hätte den Almanach einfach nicht verlieren dürfen. Na gut, komm mit. Ja, das passiert, wenn ihr Bücher verliert. Dann müsst ihr auch ständig laufen. Also immer die Bücher zurück in die Bibliothek verbringen. Sonst kommt die Bibliothek zu euch. Und das wollt ihr nicht. Denn dann werdet ihr mit Blut bezahlen. Oder das Geld, je nachdem. So. Ich bin natürlich fast tot. Das ist der perfekte Zeitpunkt, gegen Orks zu kämpfen. Mein besserer Moment als jetzt, wo ich fast tot bin. Oh, auch wenn ich schon hier bin. Perfekter Zeitpunkt. Ja, ich bin nicht besonders schlau, das ist mir schon klar. Meine Abonnenten natürlich, die sind nicht sonderlich schlau, deswegen gucken sie die Scheiße ja auch an. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gebraten wird. Ja, das ist absolut richtig. Das passiert nämlich nochmal. Das behaupten sie alle. Ja, das denke ich mir in den Klausuren auch immer. Ich kannst du da ein Problem machen, sobald Leste hier weg ist, den kann ich nämlich nicht töten. Naja. Ja, an seiner Unsterblichkeit ändert sich wirklich nichts. So, wie viel Fleisch habe ich denn? Lalalala. Wie magst du dein Fleisch? Gut durchgebraten oder doch eher roh? Ich mag's roh durchgebraten. Okay, es ist alle. Das Fleisch ist alle. So, das Gemüse können die anderen essen. So, ich spring dir mal wieder mit meinem Gesicht in. Mit meinem Gesicht in deinen Arsch springe ich jetzt mal. Ja? Ich glaube, ich bin eher. Voll in den Arsch, ey, was? So. Ich frage mich ja, woher der Iberon die beiden Frauen hat und warum er mehr Frauen hat als Gomez. Und der hat ja, glaube ich, nur eine, oder? Ja, die andere stand immer in dem Raum drin rum. Keine Ahnung. Nee, es waren auch... Nee, Moment. War das zweite? Ich weiß es nicht mehr. Kannst du ein bisschen schneller laufen? Ich habe eine Sprungfeder im Arsch. Haha, was? Komme ich jetzt da drauf? Das ist völlig falsches Spiel. Sprungfedern gibt's hier nicht. Die gibt's in Space Station, Silicon Valley. Das ist ein tolles Spiel. Wenn auch etwas verbuggt. Unter anderem kann man nicht alle Bonus sammeln. Bonusgegenstände irgendwie so konnte man nicht sammeln, weil einer nicht aufsammelbar ist oder. Irgendwie sowas war das. So, du begleitest mich jetzt nicht darüber, oder? Auch hier werde ich dich nicht über die Brücke begleiten, denn ich bin nicht lebensmüde. Du musst verrückt sein, dort hineinzugehen, wenn selbst Bal-Lukor und seine Templer nicht wieder herauskamen. Das werden wir ja sehen. Geh zurück zum Lager, ich komme nach. Nein, immer noch nicht. Ich glaub's nicht. Lass uns die... Wie kann ich den denn endlich töten? So, Problem ist, ich bin jetzt natürlich... Ich habe doch noch irgendeinen Ring bekommen von dem anderen Typen, fällt mir gerade ein. Das ist Artefakt. Mordrex-Ring. Das ist eh alles für den Arsch. Müsst ihr aber einen Stärkering ablegen. Ich kann trotzdem noch das Schwert tragen, oder?
Stärke 54. Wie viel brauche ich für das Schwert? 40. Ist halt die Frage, ne? Nehme ich jetzt lieber den Ring? Der hat er ja schon. Ja. Ich denke, ich nehme den Ring. Das müsste der Ring gewesen sein, den er mir geschenkt hat. Denke ich jetzt einfach mal. Nein, du denkst falsch. Hör auf zu denken. Und die Barriere erscheint. Hier gibt's, glaube ich, kein Bett. Ich kann den Dschungel... Den Sumpf... Das wird noch eklig werden. Oh, ich kann ihn mit einem Schlag töten. Das ist äußerst angenehm. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich weiß noch, dass es da mal einen Bug gab, dass wenn man einen bestimmten Ork, der blieb einfach stehen, war aber tot und wenn man ihn schlug, stürzte das Spiel ab. Bist du das oder bist du das nicht? Nein, er lebt definitiv noch. Den Schaden macht er gar nicht. Da machen die Templer ja mehr Schaden. Die halten auch mehr aus. Kann sich seine... Verdammte Mist. Was? Ich hab doch... blockt. Verarschen kann ich mich alleine spielen. Echt? Zeig mal nein. Hallo. Der im Moment faltet. Falscher Let's Player. Hallo? Ich hasse es, wie Gegner irgendwie so schlagartig zuschlagen. So, der hat nichts. Zumindest nichts, was ich nicht schon mitgenommen hätte. So. Jetzt müsste ich im Prinzip aber nochmal schlafen, weil ich bin fast tot. Ich könnte natürlich auch nicht schlafen und einfach Heiltränke schlucken, aber. Das wäre illegale Hilfsmittel. Schnauze. Speichern. Da ist noch einer. Aber der ist irgendwie... Ah, da unten kämpfen sie schon. Die verarscht mich. Darf der das überhaupt? Darf ich überhaupt sterben? Im Planescape Torment sterbe ich auch nicht, wenn ich getötet werde. Was soll denn der Unsinn? Volles Kackspiel hier. So, speichern wir mal irgendwo wahllos und ohne jegliches System. Okay, das sieht nicht so aus, als wenn du der tote Ork, der das Spiel kaputt gemacht wärst. Ah, Spaß mit Winden. Was hat denn der da für ein Schwert gehabt? Er ist auf jeden Fall nicht besser als das. Das ich habe. Als das, das ich habe, ja. So, machen wir da mal auf, ne? Und dann gehe ich einfach wieder weg. Ja, ich spiele Codec immer so komisch. Hier war nichts mehr, oder? Nein, nur Dekoration. Gut. Jetzt muss ich nochmal ins alte Lager. Damit ich dann nachher dann... Im Prinzip nur, damit ich mir Zeit verschwende, aber hey. Ach stimmt, ich habe das Kapitel gewechselt. Jetzt haben die Händler ja wieder Zeug, ne? Das habe ich ja ganz vergessen. Ja. Ich muss gleich mal wegen einkaufen gehen, glaube ich. Hier ist das noch so realistisch gemacht, dass die Händler ihr Zeug behalten, wenn man sie niederschlägt und man alles wegnehmen kann. Das wurde in den späteren Teilen ja aus mir unbekannten Gründen geändert, weil es wäre realistisch oder sowas, keine Ahnung. Wahrscheinlich extra Programmierarbeit oder sowas. Es wäre einfach sonst viel zu realistisch, wenn man Händler den Waren, die sie dabei haben, mitnehmen könnte, nachdem er sie getötet hat oder umgeschlagen hat.
Nein, bitte. Wenn jetzt so jemand geht, in sein Inventar guckt, wenn ihr zum Beispiel seht, wie jemand 10.000 Euro einsteckt und ihr schlagt ihn dann nieder, dann hat er ja auch nicht die 10.000 Euro, ne? Könnt ihr dann auch nicht einfach mitnehmen, seht ihr? Das ergibt schon irgendwie gar keinen Sinn. So. Meine Festplatte arbeitet irgendwie komisch, aber hey, das ist ganz normal, dass die zwischendurch...